Hi Leute, das ist Samu hier. Ich habe für euch ein Community Creation Build. Danke an Ricky, by the way, für die geile Inspiration, das richtig Bock macht. Ich persönlich bin nicht einer, der auf Sniper Builds abfährt, aber dieses Hybrid Sniper Build, das hat es mir echt angetan. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne Abo, Like da, schaut gerne mal im Discord und bei uns auf Twitch vorbei. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem geilen Scheiß hier. Division 2 überrascht mich jedes Mal aufs Neue mit seiner Vielfalt, die einfach möglich ist, mit den Sachen, die man bauen kann, die auf bestimmte Spielstile exakt abgepasst sind. Und es gibt so eine gewisse Art von Builds und eine Kategorie, die ich persönlich nicht ganz so bedient habe bisher, beziehungsweise weil es mir eigentlich nicht liegt. Und das ist so die Sniper, die Scharfschützenrichtung. Und jetzt gibt's halt, wie gesagt, ich hab's im Intro schon gesagt, ein paar findige Leute aus unserer Community, die da, ja, genau wie ich ticken und einfach geilen Scheiß bauen und gucken, machen, tun. Und genau in diese Kerbe schlägt dieses Bild hier rein. Das ist ein Sniper-Hybrid-Bild,
das eigentlich kein klassisches Sniper-Bild ist, sondern eine ganz spezielle Variante. Ich meine, im Gameplay habt ihr das gesehen, das macht richtig Bock. Also richtig Bock. Ich habe lange nicht so einen Spaß gehabt mit so einem ganz speziellen Bild. Also das finde ich richtig, richtig geil. Und ihr müsst das ausprobieren. Es gibt so ein paar Sachen, beziehungsweise was die Waffen angeht, die solltet ihr definitiv haben. Da gibt es auch großartig nichts, was man da drehen könnte. Weil wenn ihr eine andere Sniper nehmt, dann müsst ihr auch anders bauen. Das hier ist tatsächlich genau auf die Waffenkategorie, beziehungsweise besonders auf die Exotic ausgelegt. Und wir fangen auf jeden Fall direkt mal an. Klar, dass wir bei der Spezialisierung auf den Präzisionsschützen gehen. Dadurch, dass wir einfach nochmal ein bisschen mehr Kopfschussschaden rausholen und eine Tech 50 haben, es ist ein Sniper-Bild. Und das ja, wird einfach durch die Spezialisierung untermauert. Hier ist ganz klar, ich bin so ein Vollidiot, ne? So, hier einfach mal das Element zurücksetzt. Ja, das sehe ich dann jetzt erst, ne? Das ist die Sache, die im letzten Video hat es schon jemand unten drunter geschrieben, was definitiv beachtet werden sollte. Ganz großer Tipp, dass wenn ihr die Spezialisierung wählt und mit dem Bild, mit dem ihr spielt, dass ihr schaut, dass ihr auch die entsprechenden Waffen ausgewählt habt. Und jetzt haben wir nochmal 15% mehr Scharfschützengewehrschaden. Der ist in dem Gameplay gar nicht mit dem begriffen, ne? Aber wir werden es gleich am Schießstand dann merken. Das ist natürlich geil. Okay, gut. Manchmal vergisst man einfach Dinge, ne? Was soll ich sagen? Okay, aufgebaut und wir fangen sofort mit der Waffe an, weil sich das ganze Bild einfach um diese Waffenkategorie dreht. Und zwar sind es Snipergewehre, ganz besonders die grausame Anordnung als exotisches Snipergewehr. Das ist eine SVD-Variante. Hab ich eine normale hier dabei? Ne, tatsächlich nicht. Ich habe keine normale dabei, aber ihr findet sie überall. Müsst halt schauen, dass ihr durch das Talent einen Scope drauf machen könnt. Mindestens ein 8-fach-Scope, was kein Problem darstellen sollte. Und schon geht der Rest auf. Jetzt ist es bei der grausamen Anordnung so. Das Biest ist ziemlich zickig. Und bedarf so einiges an Waffenhandling, dass er sich gut kontrollieren lässt. Besonders weil sie sehr, sehr kickt und durch das Visier, was drauf ist, brauchen wir einfach dieses Handling. Aber was kann die grausame Anordnung? Die hat Scharfschützengewehrschaden, Kopfschussschaden. Ich habe Schaden gegen ungedeckte Ziele drauf, was ich euch auch definitiv empfehlen würde. Und das Talent von der grausamen Anordnung ist, der Beschuss von Gegnern kann bis zu 20 Mal gestapelt werden. Kopfschüsse gewähren dabei 2 Stapel. Jeder Stapel gewährt 2% Waffenschaden und 5% Kopfschussschaden. Beim Nachladen werden alle Stapel entfernt und sie erhalten für jeden entfernten Stapel 10 Sekunden lang 5% ihrer maximalen Rüstung als vorübergehende Bonusrüstung. Kopfschusskills durch grausame Anordnung stellen alle Kugeln im Magazin wieder her. Dies wird nicht als Nachladen gewertet. Heißt, man kann, wenn man da deutlich besser ziehen kann als ich, was nicht schwer ist, kann man da so lange ballern und muss nahezu gar nicht nachladen. Es ist echt ein cooles Gewehr. Ich habe es lange auf dem Schirm gehabt, habe es aber irgendwie nie großartig verbauen können, weil ich immer dachte, oh, snipen kannst du eh nicht. Sniper-Builds sind sehr speziell. Es gibt ja ganz viele One-Shot-Builds, wo ich persönlich kein so großer Fan von bin. Ich finde, dass wenn man ein One-Shot-Build hat, dann soll es auch eine Belohnung sein für reine Kopftreffer, die man macht. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ja, wie gesagt, entweder die grausame Anordnung oder eine andere SVD, die tut es definitiv in dem Bild. Sollte aber, wie gesagt, in der SVD von Familie bleiben. Deswegen schaut, dass ihr euch da was farmt und oder halt in Richtung grausamer Anordnung farmt. Die bekommt ihr über exotische Behälter. Dort könnt ihr sie rausziehen und zielgerichteten Loot für Scharfschützengewehre. So, dann haben wir als Zweitwaffe, wie ihr seht, ist komplett scheißegal. Normalerweise sollten die Gegner gar nicht nah an euch rankommen, weil es ein geiles Midrange-Bild ist. Und sollten die mal näher kommen, könnt ihr entweder eine Pumpe spielen, was sehr, sehr nice ist. Oder wie ich in meinem Fall, ich habe die Dark Winter einfach gewählt, weil ich sie einfach mag. Passt auf jeden Fall beides rein. Pistole ist komplett wurscht. Gehen wir aber jetzt mal zum Bild. Und ich sage euch von vornherein, dass ihr auf kritischen Treffer Schaden könnt ihr komplett, könnt ihr verzichten, das ist absolut nicht wichtig. Wichtig in dem Bild ist Kopfschussschaden
und die Crit-Chance so hoch zu ballern, dass ihr nahezu ans Cap kommt. Und das haben wir halt hier geregelt. Hauptaugenmerk ist der Ninja-Bike-Rucksack. Für alle, die den nicht kennen, der Ninja-Bike ist ersetzt quasi, fügt jedem Teil, ob Gearset oder Markensatzboni, immer plus einen Bonus on top. Ja, also ihr tragt einen Teil, bekommt zwei Boni, tragt zwei Teile, bekommt drei Boni und so weiter. In dem Fall tragt ihr ein Gearset mit drei Teilen, bekommt ihr den Vierer-Bonus auch durch den Ninja-Bike-Rucksack. Ich habe, wie gesagt, überall, soweit es geht, Chance auf kritische Treffer drauf gemacht, damit ich einfach mit der grausamen Anordnung so nah ans Cap komme wie möglich. Drei Teile Asse und Achten bilden das Kernstück von dem Gearset. Und halt auch hier, ihr seht, Chance auf kritische Treffer drauf gewürfelt und Chance Mod drauf. Wie gesagt, das könnt ihr je nachdem, wie ihr das hinbekommt mit den Werten. Ihr müsst halt nur schauen, dass ihr, wie gesagt, die Crit-Chance so hoch wie möglich ballert. Vier Teile Assen und Achten tragen wir durch den Ninja-Bike. Was gibt uns Assen und Achten? Zwei Teile geben uns Scharfschützen-Gewehrschaden 15%. Drei Teile geben uns 30% Kopfschussschaden. Und vier Teile gibt uns das Talent Hand des toten Mannes. Decken Sie eine Karte auf, wenn Sie mit einem Scharfschützengewehr einen Treffer landen. Nachdem 5 Karten aufgedeckt wurden, erhöht sich der Schaden Ihres nächsten Treffers um 30%. Je besser das aufgedeckte Blatt ist, desto mehr Treffer werden verstärkt. Bei dem Vierling sind es 4 Treffer, beim Full House sind es 3 und bei Ass und Achten sind es 2 Treffer. Bei Kopfschüssen wird jeweils eine neue Karte aufgedeckt. Das heißt, da werden Kopfschusstreffer nochmal zusätzlich belohnt und macht einfach Spaß. In dem Fall macht es auch absolut Sinn. So, die drei Teile, die wir tragen, sind, wie gesagt, die Maske, die Handschuhe und der Holster. Und damit ihr hier auch nochmal seht, dass ich da Crit-Chance favorisiert habe und hier bei zwei Teilen auch Waffenhandling drauf geklatscht habe. Sonst wäre ich über das Cap gekommen und passt auf jeden Fall, da wir Waffenhandling brauchen für das Bild. Ich muss kurz gucken, auf den Handschuhen hatte ich das und auf den Heißsporn-Knieschonern, weil ein Teil Heißsporn tragen wir, das ist ein anderes Gearset, was eigentlich auf Sniper ausgelegt ist und da bekommen wir durch den Ninja-Bike bei ein Teil tragen, bekommen wir 30% Scharfschützen-Gewehrschaden, 30% ist krass und 30% Waffenhandling, was auch sehr, sehr viel ist, das ist ein richtig guter Wert. Zusätzlich, wie gesagt, durch die 2 Punkte Waffenhandling, die wir drauf haben, sind wir hier allein schon bei 38, sind wir bei 46% Waffenhandling. Das ist definitiv super. Dann haben wir, was die grausame Anordnung durch ihr Visier schafft. Was zum Beispiel die Vindicator im Moment noch nicht schafft, da sie buggy ist. Ich glaube, das war bei der Anordnung aber auch am Anfang so. Und zwar tragen wir das tadellose Vorbild von Airaldi Holdings. Das ist die benannte Brust von Airaldi. Ihr könnt ja auch, wie gesagt, eine andere Airaldi tragen, solltet ihr das tadellose Vorbild noch nicht haben. Schaut aber, dass ihr hier, wie gesagt, das Talent Fokus drauf habt. Das tadellose Vorbild hat perfekter Fokus. Eines der stärksten Waffen, eines der stärksten Brusttalente im ganzen Spiel, wenn man entsprechend die Voraussetzungen erfüllt. In dem Fall passt es. Perfekter Fokus erhöht den Waffenschaden um 6% für jede Sekunde, die sie mindestens im 8-fach Zoom sind. Maximal 60% verstärkter Waffenschaden, das ist echt brutal gut. Erfordert, wie gesagt, eine Zieloptik mit mindestens 8-facher Vergrößerung. Und das kriegen wir halt, wie gesagt, hier durch die grausame Anordnung bekommen wir das hin. Es hat einen verurteilten Blick, Zieloptik, die nochmal 40% Kopfschussschaden gibt und halt, wie gesagt, perfekter Fokus auslöst. So, die Skills, die ich nutze, hier ist es euch komplett überlassen, was ihr nehmt. Was ganz geil ist tatsächlich, ne, wenn ihr das mit Geschütz spielt und mit dem Köder, dass ihr einfach die Gegner ein bisschen ablenkt. In der Zeit könnt ihr euch auf Schadenmachung fokussieren und könnt gucken, dass ihr so viel Headshot-Treffer, so viel Kopfschuss-Treffer wie möglich landet. Ja, werfen wir einen Blick auf die Werte. Seht ihr hier, dass wir, wie gesagt, bei der grausamen Anordnung bei nahezu fast perfekten 60 sind. Wir haben 56%. Noch ein bisschen mehr rauszuholen wäre in dem Fall absolut Overkill. Würden wir noch irgendwo 6% drauf machen, wären wir bei 62, wären wir über Cap, wären 2% verschenkt. Deswegen die habe ich lieber in Waffenhandling reingesteckt. Da passt es definitiv. Die 45% Schaden durch kritische Treffer, die interessieren uns nicht die Bohne.
Wir wollen kritische Kopfschusstreffer erreichen und mit 239,7% Kopfschussschaden on top ist es definitiv nice. Wenn alles optimiert ist, geht das Ganze sogar noch ein bisschen höher. Und ja, die restlichen Werte, die seht ihr hier. So, hier unten angekommen. Seht ihr schon unten die fünf Blätter der Hand des toten Mannes vom Ass und Achten Set, die uns den Bonus geben. Und ihr seht, wir schauen durchs Visier der grausamen Anordnung und Fokus hat sich derweil schon komplett aufgebaut, was uns richtig gute Boni gibt. So, und dann fangen wir an. Ihr seht, Aufschusstreffer haben schön ein Full House gegeben unten. Sagt nochmal ein Full House. Und dann könnt ihr anfangen, richtig Gas zu geben mit der grausamen Anordnung. Da kommt richtig was an Damage rüber. Wenn ihr es schafft, jedes Mal schön auf dem Kopf zu bleiben, was natürlich deutlich schwieriger ist, wenn ihr unterwegs seid. Aber durch die Ablenkung vom Köder und vom Geschütz ist es deutlich besser möglich. Und ich bin nicht so der Größe. Größte und beste Sniper-Schütze. Ihr habt es im Gameplay gesehen, die haben mich ein bisschen angestrengt. Ging auch ganz gut, aber es gibt euch da draußen, die das deutlich besser hinbekommen als ich. Und die können noch viel mehr rausholen. Und ihr seht, was hier möglich ist. Es ist einfach nice. Es macht richtig Bock zu spielen, das Bild. Ja. Mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Ihr müsst halt ein bisschen gucken, wenn ihr, ihr seht, ne, wir haben jetzt Fokus gerade verloren, da wir weggeguckt haben. Fokus ist jetzt da. Wenn ihr nachladet, verliert ihr Fokus nicht. Achso, ja, jetzt ist natürlich durch die permanenten Kills. So, wir machen mal hier. So, laden jetzt nach. Ihr seht, Fokus ist während der Nachladeanimation immer noch aktiv. Das heißt, es verzeiht auch mal keinen direkten Kopfschusstreffer. So, hier, nachladen. Fokus immer noch aktiv. Und der Damage ist damit natürlich auch noch da, ne? So, ihr könnt selbst, wenn ihr euch kurz umschaut, verliert ihr Fokus nicht. Ihr habt immer so eineinhalb Sekündchen Zeit, wo ihr euch ein bisschen umorientieren könnt, wo stehen die Gegner, wenn ihr sie gerade nicht seht und habt trotzdem dann Fokus aktiv. Ja? Ihr müsst euch ein bisschen umgewöhnen, aber für mich ist das perfektes Sniper-Hybrid-Bild für mich. Ich bin nicht derjenige, der sich hier eine dicke Sniper auspackt, hier zum Beispiel, ne, und dann Einzelschuss für Einzelschuss raushaut. Da bin ich nicht. Ich mag den Spielstil hier mit der grausamen Anordnung, mag ich lieber. Ist richtig nice. So, Leute, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut mir definitiv mal in die Kommentare, was ihr von dem Bild haltet. Baut's definitiv nach, ihr werdet es nicht bereuen, es macht richtig Bock. Danke an Ricky nochmal für die Inspiration und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Bye.